Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und wie ihr hoffentlich hören könnt, all meine Stromprobleme, Energieprobleme bei mir zu Hause sind gelöst. Ich habe endlich wieder alles so, wie es vorher war. Ich kann meinen PC, mein Mikrofon, alles wieder benutzen. Natürlich auch die Videos ganz normal wieder schneiden. Und ja, als kleinen Einstieg, beziehungsweise ich habe es im letzten Video schon erwähnt, beziehungsweise hier habe ich so ein bisschen angeteasert, dass ich so ein kleines Gewinnspiel, Wettbewerb, Turnier geplant habe in Equestrian The Game. Wir sind hier schon drinnen. Ich dachte mir, wenn ich so ein bisschen erzähle, euch sage, wie, was, wo ihr teilnehmen könnt und so weiter, könnten wir doch so nebenbei ein bisschen ausreiten gehen. Und das machen wir auch jetzt. Und zwar würde ich sagen, wir reiten so ein bisschen an den Strand. Und ich nehme hier mit einmal Droppi. Droppi ist ja mein erstes selbstgezogenes Fohlen in einer Kombination mit Friesen, wo ich ja schon auch so ein bisschen darüber gesprochen habe. Aber da wird auch demnächst eine XXXL-Zuchtfolge kommen, wo ich euch das so ein bisschen genauer erkläre, was ich vorhabe, was mein Ziel ist und was ich oder wie weit ich eigentlich da schon bin, denn ich habe schon einige Fohlen gezüchtet und wir sind da auch schon relativ weit. Jedenfalls, Droppi hier ist mein erstes Fohlen, was in diese Richtung geht. Wir gehen natürlich ausreiten ins mediterrane Ausreitgebiet. Wie ihr schon seht, ich habe hier Droppi mit dabei. Er ist 50% Friese und 50% Swedish Warmblood, also die erste Generation. Und ja, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Ich spreche schon wieder und erzähle schon wieder über Dinge, die wir ja heute gar nicht besprechen wollen. Denn wir wollen ja heute darüber sprechen, was ich so an Wettbewerben geplant habe. Dann sind wir hier in unserem wunderschönen sommerlichen Ausreitgebiet und ich denke mir, ich werde mit Droppi mal hoch zu diesem kleinen Trailplatz reiten. Ich weiß gar nicht, ob ihr den schon kennt. Jedenfalls kann man da oben auch so ein paar Übungen machen, die vor allen Dingen für Mentality ganz gut sind. Und da werde ich einmal mit ihm gemütlich hochreiten und dann runter natürlich zum Meer. Gut, im heutigen Video möchte ich euch ja, so ein bisschen erzählen, um was es in dem Wettbewerb-Gewinnspiel so genau geht. In meinem letzten Video, das blende ich euch hier oben einmal ein, habe ich euch ja meine drei besten Pferde gezeigt, und zwar im Grand Prix. Und wie ich dieses Video aufgenommen habe, da hatte ich dann so ein bisschen die Idee, hey, man könnte doch daraus auch so einen kleinen Wettbewerb machen. Und für alle euch da draußen, die Equestrian The Game spielen, wäre das doch auch eine Möglichkeit, so ein bisschen, ja, Gold zu verdienen. Und ja, das können wir ja alle irgendwie im Spiel auch ganz gut gebrauchen. Von daher einmal zum Gewinn selber. Es wird zwei Gewinner geben und jeder von den Gewinnern sozusagen kann eine 20 Euro Paysafe Card gewinnen. Wofür ihr diese Paysafe Card natürlich dann verwendet, ist natürlich eure Sache. Ihr könnt natürlich hier im Shop auch gerne Coins kaufen, aber natürlich könnt ihr diese Paysafe Card auch für zum Beispiel Star Coins ausgeben, wenn ihr Star Stable Online spielt oder über Amazon oder was auch
immer. Das nur mal so vorweg, damit ihr mal wisst, was ihr überhaupt gewinnen könnt. Dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, okay, wie könnt ihr das Ganze gewinnen? Ja, ihr müsst eigentlich nur richtig, richtig fleißig trainieren und dann eine ganz, ganz gute Zeit erreiten. Wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, es wird zwei Gewinner geben, und zwar einmal in der Advanced-Klasse und einmal im Grand Prix, und zwar jeweils im letzten Rennen. Ihr müsst im Grunde genommen nur dieses Rennen absolvieren, im besten Fall natürlich mit null Fehlern und mit einer sehr, sehr guten Zeit, und davon müsst ihr mir dann ein Foto machen. Ich blende euch jetzt mal hier ein, wie das Foto dann aussehen muss. Und genau so ein Foto brauche ich von euch. Das heißt, wenn ihr mit dem Handy spielt oder auch mit dem Tablet, einfach einen Screenshot machen und genau von dieser Einstellung. Und ja, mit etwas Glück, wenn ihr natürlich eine gute Zeit habt und unter allen Einsendungen, also alle Fotos, alle Zeiten, die ich bekomme, wenn ihr da auf Platz 1 seid, dann habt ihr gewonnen und somit holt ihr euch den Hauptgewinn. Eine weitere Regel gibt's noch, und zwar, ihr könnt pro Pferd in einem Bewerb starten. Also wenn ihr jetzt mit eurem Pferd XY in der Advanced-Klasse startet und ihr möchtet auch gerne im Grand Prix starten, dann braucht ihr für den Grand Prix ein zweites Pferd. Also ihr könnt nicht mit einem und demselben Pferd in beiden Klassen starten. Ob ihr das Ganze im Breeders' Cup Jumping absolviert oder im Global Horse Jumping bzw. Global Pony Jumping, das bleibt euch überlassen. Ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr das mit einem reinrassigen Pferd macht, also das heißt, wenn ihr in den Breeders' Cup starten könnt, dann würde ich euch das definitiv empfehlen. Es ist so ein bisschen einfacher, finde ich, wie im Global Horse Jumping, aber das bleibt natürlich euch selbst überlassen. Also wir haben zwei Bewerbe, einmal die Advanced-Klasse, also den letzten Parcours, und einmal die Grand Prix-Klasse, ebenso den letzten Parcours. Gut, sobald ihr euren Parcours absolviert habt, ihr denkt, das war eine gute Zeit, Screenshot machen, und den Screenshot schickt ihr dann zu mir. Ihr könnt mir das Ganze per Instagram schicken, aber auch per E-Mail oder natürlich auch über Discord. Da könnt ihr zu uns auf den Discord-Server kommen, da haben wir auch einen eigenen Bereich für Equestrian The Game, wo ihr allgemein eure Bilder und so weiter teilen könnt. Und ja, über Discord könnt ihr mir natürlich auch eure Bilder schicken. Ihr habt jetzt bis zum 20. Juli Zeit zu trainieren, eine gute Zeit rauszureiten und mir dann dieses Bild zu schicken. Und sobald, also nach dem 20. Juli, werde ich dann alle Bilder auswerten und der Gewinner wird dann bekannt gegeben, beziehungsweise ich melde mich dann bei dem Gewinner. Gut, ich denke, das waren jetzt eigentlich alle Informationen. Solltet ihr noch Fragen haben, dann bitte gerne einmal in die Kommentare oder ihr könnt mich gerne auch direkt anschreiben, dann beantworte ich euch das natürlich gerne. Dann würde ich sagen, fleißiges Trainieren, fleißiges Üben. Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Glück dabei. Und ja, nach dem 20. Juli werden wir dann einen Gewinner haben. Und ich halte euch allen die Daumen und
freue mich, wenn viele von euch mitmachen. Gut, dann soll es das heute mit diesem kurzen Infovideo einmal gewesen sein. Wie schon gesagt, es wird jetzt dann auch die nächsten Tage eine ganz lange XXL-Zuchtfolge kommen, wo ich euch so ein paar Fohlen vorstelle, wo ich euch meinen Zuchtplan vorstelle. Und da hoffe ich natürlich, dass ihr auch mit dabei seid. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann gerne hier einmal abonnieren. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Livestream. Ja, es wird jetzt auch wieder Livestreams geben, denn ich habe ja wieder und ich habe mein Stromproblem ja gelöst. Also die nächsten Tage wird es auch ein paar Livestreams geben. Schaut gerne da auch mal vorbei. Gerne auch auf Instagram. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt auf euch auf und bis ganz, ganz bald. Eure Ada Breezeflower. Bye, bye.